abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der Piraten, Drucksache 14.379 und zwar in der Fassung des Neudrucks. Der Gesetzentwurf trägt den Titel Gesetz zur Harmonisierung und Stärkung des Informationsfreiheitsrechts und Zugang zu maschinenlesbaren Daten. Und Herr Kollege Herrmann hat für die Piratenfraktion jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause, liebe Kolleginnen und Kollegen. So kurz vor Ende der Legislatur noch ein Gesetz? Ja, weil es notwendig ist. Es gab ja einige Versuche, die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen in dieser Legislatur weiterzuentwickeln. Aus unterschiedlichsten Gründen hat das nicht so funktioniert. Man kann jetzt auch viel darüber spekulieren, wie das im zukünftigen Landtag möglich sein wird. Keiner kennt die Konstellation, wie der sich zusammensetzen wird. Ich denke, deswegen sollten wir auch hier noch einen Versuch machen. Die Zeit ist günstig. Vier der hier vertretenen Fraktionen haben vor ungefähr 16 Jahren das IFG Nordrhein-Westfalen verabschiedet, und zwar einstimmig. Wir waren damals nicht dabei, wir wären aber auf jeden Fall auch dafür gewesen. Insofern würde ich Sie hier sich noch mit unserem Gesetzentwurf zu beschäftigen, weil ich glaube, die Situation ist jetzt günstig, diese Änderungen noch vorzunehmen. Es sind genau drei Änderungsvorschläge zum IFG, die wir machen wollen, und die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Zum einen ist es eine Ausweitung der Antragsberechtigten für eine Information auch auf juristische Personen. Das sind dann Firmen, aber auch Bürgerinitiativen und Vereine. Alle anderen Bundesländer, die ein Informationsfreiheitsgesetz haben, geben die Auskunft auch an juristische Personen. Das heißt, da dürfen auch juristische Personen anfragen. Das macht auch keine Probleme. Man muss jetzt keine Angst haben, dass man hier überrollt wird von Anfragen. Also wenn andere Bundesländer das machen, man kann sich die Erfahrungen angucken, keine Probleme. Warum sollen wir das hier in Nordrhein-Westfalen nicht auch einführen? So schaffen wir ein allgemeines Informationszugangsrecht. Das wäre dann auch ganz im Sinne einer Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 2. Dezember 2016, die genau nämlich dieses gerne hätten, das allgemeine Informationszugangsrecht. Der zweite Punkt, Zugang zu Daten auch in maschinenlesbarer Form. Eigentlich eine dringend notwendige Ergänzung. Man kann so, wie das Gesetz im Moment formuliert ist, auch herauslesen, dass das alles jetzt schon möglich ist. Also hier geht es letztlich um eine Klarstellung, auch reinzuschreiben in das Gesetz, dass halt eine Informationsweitergabe in maschinenlesbarer Form möglich ist. Ich denke, es sollte gewünscht sein, ganz im Sinne der Open-Data-Strategie, hier der Landesregierung, des Open-Data-Gesetzes, der Bundesregierung. Und nein, es ist kein zusätzlicher Aufwand, denn es geht immer um vorhandene Daten und die Übermittlung halt in maschinenlesbarer Form. Es ist also keine neue Daten, müssen nicht konstruiert werden, immer nur um das Vorhandene. Der dritte Punkt, eine Kleinigkeit, aber möglicherweise mit einer großen Auswirkung auf eine große Arbeitserleichterung für die auskunftspflichtigen Behörden. Denn bisher ist zwingend die schriftliche Bescheidung einer Ablehnung einer Anfrage oder einer Einschränkung vorgegeben. Das macht Sinn für den Anfragenden für mögliche Klagen. Das macht aber auch vielleicht gar nicht der Grund sein, dass er klagen möchte. Für mündliche Anfragen gibt es nämlich eine Ausnahme. Hier kann der Anfragende dann wählen, ob er seine Ablehnung schriftlich noch mal haben will. Ich denke, diese Wahlmöglichkeit sollte man auch für elektronische Anfragen, also sprich Anfragen per E-Mail, einführen. Das würde es zumindest den Behörden erleichtern, nicht jede elektronische Anfrage schriftlich beantworten zu müssen. Es ist keine Einschränkung von irgendwelchen Rechten, weil der Anfragende hat immer die Möglichkeit, auf die schriftliche Beantwortung zu bestehen. Ja, das war's schon. Es sind drei einzelne Änderungen. Ich denke, die würden die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen auch ein Stückchen voranbringen. Ich sage es vorab, wir werden keine Anhörung von Sachverständigen beantragen. Das sind nicht nur die engen Zeitvorgaben,
die das schwer möglich machen. Ich glaube auch, dass wir die drei Dinge hier so besprochen kriegen im Ausschuss mit unserem eigenen Sachverstand. Ich freue mich auf die Beratung, ich freue mich auf Ihre Meinung zum Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege van den Berg. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Herr Herrmann, dass in dieser Wahlperiode beim Thema Open Data, Open Government nichts passiert ist, ist, glaube ich, eine Wahrnehmung, die, glaube ich, niemand in diesem Saal haben kann. Gerade wenn man ein bisschen bei den Veranstaltungen gewesen ist, wenn man zum Schluss noch gesehen hat, wie auch Kommunen eingebunden worden sind. Ich auch bei allem Verständnis dafür, dass Wahltermine anstehen, hätte ich einfach die herzliche Bitte, so eine Pauschalisierung zu lassen. Sie versuchen jetzt einen Aufschlag, ein Open-Data-Gesetz zu schaffen und glauben das mit drei textlichen Änderungen im Informationsfreiheitsgesetz, im IFG, NRW hinzukriegen. Und Ihr erster Änderungsvorschlag für Artikel 1, Nummer 1, die Ausweitung des Kreises der Antragsteller auf juristische Personen und schreiben in Ihrem Antrag, das sei im Augenblick alles unzureichend, weil, Zitat, Medienhäuser, Vereine etc. von ihrem Recht, Zitat, abgeschnitten sein. Ich glaube, da haben Sie sich dann mit der Praxis einfach wenig beschäftigt, denn sowohl die vorhin von Ihnen zitierte Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, und die ist in diesem Zusammenhang ja die Aufsichtsbehörde nach § 13 IFG, wie auch alle Rechtsprechung von Verwaltungsgerichten haben bislang regelmäßig und in allen Fällen dies für zulässig erachtet. Also, dass wir da ein riesiges Problem an dieser Stelle haben, sagt weder die Aufsichtsbehörde noch die Verwaltungsgerichte an dieser Stelle. Das IFG, und das, glaube ich, ist die grundfalsche Annahme, die Sie haben, ist kein Open-Data-Gesetz, sondern sie ist das IFG verfolgt im Kern einen bürgerschaftlichen Ansatz. Herr Kollege van den Berg, sehr gerne. Entschuldigung, dass ich unterbreche, Herr Kollege Herrmann von den Piraten. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Entschuldigung, ich setze Sie am falschen Platz. Mich hat es gerade ein bisschen irritiert, was Sie sagen. Woher kommen Sie zu der Annahme, dass Verwaltungsgerichte regelmäßig jetzt Medienhäusern ein Antragsrecht auf Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen gewährt haben? Es ist ausdrücklich ausgeschlossen, weil nur natürliche Personen antragsberechtigt sind. Das sagt der Gesetzestext ganz klar. Ich selber prozessiere gerade gegen die Landesregierung, weil ich als Abgeordneter nicht als natürliche Person gelte, sondern hier auch als juristische Person angesehen werde. Ich bekomme auch keine Auskunft nach IFG. Ja. Also wie kommen Sie zu dieser Aussage eben? Die Aussage, die Formulierung habe ich Ihnen ja gesagt, stammt aus Ihrem eigenen Antrag. Sie haben gesagt, Sie seien abgeschnitten, und ich habe Ihnen dargestellt, wie im Augenblick die Aufsichtsbehörde, das ist in diesem Fall die Landesdatenschutzbeauftragte, die Sie selber zitiert haben, dies einschätzt, und die sagt sehr deutlich, dass bis jetzt Anfragen regelmäßig auch von juristischen Personen als zulässig beurteilt wurden. Also von daher gibt es einfach in der Praxis das Regelungsproblem nicht. Das Kernproblem, was ich sehe, ist, dass Sie nicht anerkennen, dass das IFG im Kern eigentlich einen anderen Zweck verfolgt. Es hat einen bürgerschaftlichen Ansatz, und es geht darum, nicht Institutionen Auskunftsrechte zu stärken, sondern von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Und diese Auskunftsersuchen und Veröffentlichungspflichten nach § 12 IFG drehen sich im Kern und in der Praxis um Dokumente und nicht um offene Datensätze. Und die Frage, wie man damit umgeht, das wollen Sie ja in Artikel 1 Nummer 2 Ihres Änderungsantrags dort aufgreifen und sagen, jetzt brauchen wir ein Recht auf elektronische, maschinenlesbare Dateien. Meine Damen und Herren, der § 5 Absatz 1 Satz 5 des IFG gewährt schon heute dem Antragsteller das Recht, gewünschte Informationen auch in elektronischer Form zu erhalten. Sie haben für selbst eingeräumt, ja, irgendwie sei das auch schon heute ja möglich. Man muss aber auch hier noch mal betonen, im Kern geht es an dieser Stelle um Dokumente. Und maschinenlesbare Bereitstellung von Dateien maschinenlesbare Bereitstellung von Daten der öffentlichen Verwaltung werden grundsätzlich nach § 16 des E-Government-Gesetzes eigentlich behandelt und näher bestimmt. Da kann man natürlich
sich darüber diskutieren, dass hier noch keine umfassenden Bereitstellungspflichten vorhanden sind. Aber, meine Damen und Herren, wir alle wissen, dass gerade dies in intensiver Diskussion ist mit Bund und Ländern und gerade im Rahmen der Open Government Strategie dies in der Diskussion sich befindet. Alles gut. Entschuldigung, okay. Meine Damen und Herren, der dritte Punkt, Ihr Artikel 1 Nummer 3 sagt, dass wir hier eine nicht zeitgemäße und bürokratische Schriftform hätten. Lieber Herr Herrmann, ich glaube, diese Formulierung, auch der Hinweis, das sei eine unnötige Belastung der öffentlichen Verwaltung, das verkennt im Kern, dass es eben nicht nur darum geht, wie E-Mails bearbeitet werden, sondern auf öffentliche Verwaltung vor allen Dingen darum geht, auch Rechtssicherheit herzustellen. Wenn Sie also eine Eingabe haben, die per E-Mail kommt, dann ist es ganz häufig so, und das erzählen uns natürlich die Leute auch aus der Praxis, dass eben nicht zweifelsfrei zu identifizieren ist, wer ist eigentlich hier der Petent. Und gerade wenn es um einen negativen Bescheid an dieser Stelle geht, hat die öffentliche Verwaltung ein hohes Interesse, dass sie einen Bescheid ausstellen kann, in dem zweifelsfrei die Person identifiziert ist und gerade bei einem ablehnenden Bescheid natürlich auch die Rechtsbehelfe und alles auch ihren Empfänger zweifelsfrei finden. Und an dieser Stelle dann auch Klagen vor Verwaltungsgerichten und so etwas in richtiger Form behandelt werden können. Meine Damen und Herren, deswegen, ich verstehe ja, dass man wenige Monate vor einer Landtagswahl in der Bredouille steckt, nochmal schnell was vorweisen zu müssen. Aber, meine Damen und Herren, ob man quasi ein Open-Data-Gesetz im Hoppla-Hopp-Verfahren glaubt, durchbringen zu können, das löst bei uns schon viele Fragezeichen aus. Natürlich ist es kollegialer Brauch, einen solchen Antrag in den zuständigen Fachausschuss zu überweisen. Aber auch Ihre Ankündigung, dass wir da keinen externen Sachverstand für brauchen, sondern es einfach mal so machen. Also wir betreuen jetzt dieses Thema Open Data und Open Government jetzt seit 5 Jahren sehr intensiv in diesem Landtag. Ich habe Ihnen dargestellt, wie die Strategie entstanden ist und wie das vorangegangen ist. Und jetzt so zu tun, jetzt interessiert uns das alles nicht, ist völlig kontraproduktiv zu diesen Prozessen. Von daher glaube ich, Sie werden sich auf die sachliche Auseinandersetzung im Ausschuss einstellen und gefasst machen müssen. Anders kann man mit dem Gesetz nicht umgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vandenberg. Und für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Stein. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ja, die Möglichkeit, staatliches Handeln kontrollieren zu können, gehört natürlich zu den wesentlichen Merkmalen eines Rechtsstaates und es ist wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Bürgerrechte, Entscheidungsprozesse in Staat und Verwaltung informativ, kritisch und konstruktiv hinterfragen zu können. Um in diesem Zusammenhang dann die Transparenz im Zuge der Verwaltungsmodernisierung zu stärken, ist ja am 1. Januar 2002 das Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Und wie Sie auch in Ihrem Antrag, Herr Herrmann, bereits erwähnt haben, hat sich das Informationsfreiheitsgesetz für unser Bundesland bereits bewährt und etabliert. Ihr Gesetzentwurf sieht jetzt 3 Veränderungen für Open Data vor, die wir sehr gerne mit Ihnen ausführlich inhaltlich besprochen hätten. Und da muss ich mich jetzt der Kritik von meinem Vorredner anschließen. Üblicherweise finden ja auch zu Gesetzesentwürfen Anhörungen mit Experten im Ausschuss statt. Und eine Anhörung zu diesem Gesetzesentwurf ist hier leider wohl nicht mehr möglich, da der Innenausschuss nur noch einmal in dieser Legislatur tagen wird. Und in der letzten Anhörung des Innenausschusses bzw. Sitzung des Innenausschusses muss bereits eine Beschlussempfehlung abgegeben werden. Und auch eine Auswertung der Anhörung kann entsprechend nicht mehr seriös erfolgen. Hätten Sie bei diesem durchaus ja sehr wichtigen Thema, das ist ja unstreitig, ernsthaft eine gesetzliche Regelung schaffen wollen, hätten Sie deutlich früher aktiv werden müssen. Und was Sie jetzt daran gehindert hat letzten Endes, ist für uns nicht nachvollziehbar, zumal es sich doch um eins Ihrer Kernthemen hier handeln sollte. Also ein geordnetes parlamentarisches Verfahren, das hat mein Vorredner festgestellt, das stelle ich hier fest, ist so leider nicht mehr möglich. Ja, und dann schließe ich mich auch den Worten an von meinem Vorredner, der Überweisung an den Innenausschuss stimmen wir hier natürlich der Form halber zu, weil es eben gute Gepflogenheit ist. Aber ich glaube nicht, dass dort eine wirklich konstruktive, sachliche Beratung vielversprechend stattfinden kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, Zeit ist wertvoll. Mehr muss man hier nicht sagen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Kollegin Bolte.
Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich tue heute zwei ungewöhnliche Dinge, nämlich erstens beschäftige ich mich ausschließlich mit dem Gesetzentwurf und zweitens versuche ich mich kurz zu fassen. Unter Nummer 1, lieber Kollege Herrmann, des Gesetzentwurfs machen Sie die Frage auf natürliche versus juristische Personen als Antragsberechtigte im IFG. Mir ist da ehrlich gesagt die Praxisrelevanz nicht wirklich klar geworden, weil letzten Endes es eigentlich auch dem Vorsitzenden eines Vereines beispielsweise zuzumuten ist, auch in seiner Funktion oder in seiner Eigenschaft als natürliche Person einen IFG-Antrag zu stellen, warum es jetzt einen Mehrwert bringt, dass er das sozusagen als Verein einen solchen IFG-Antrag stellt. Mir hat sich das nicht erschlossen. Und lieber Kollege Herrmann, dass Sie hier behaupten, Sie dürften als Abgeordneter keine IFG-Anfragen stellen, das ist ja jetzt auch nicht so. Sie dürfen als Frank Herrmann, der Sie ja auch noch sind, neben Ihrer Abgeordnetenexistenz natürlich jede IFG-Anfrage stellen, die Sie stellen möchten. Zweiter Punkt zu den Daten, die in maschinenlesbarer Form vorliegen. Sofern Daten heute vorliegen und sie beziehen sich ja ausschließlich auf vorliegende Daten, ist der Antragsteller, die Antragstellerin ja auch frei darin zu wählen, in welcher Form sie die Daten abfragen möchte. Kollege Vandenberg hat das ausführlicher auch dargestellt, wie der Rechtsrahmen durch das E-Government-Gesetz in Nordrhein-Westfalen gestaltet ist, das ja bundesweit vorbildlich ist. Und ergänzend dazu sorgen wir natürlich mit der Open-NRW-Strategie ja auch dafür, dass es auch in Zukunft noch mehr maschinenlesbare Daten geben wird. So, dritter Punkt, da habe ich mich wirklich gewundert, warum das eigentlich aus Ihrer Sicht ein Thema ist, weil ich habe diese Regelung immer so verstanden, dass es eigentlich eher ein Schutz für die Betroffenen sein soll, im Zweifelsfall dann zu klagen, warum man diese Schutzfunktion abbauen soll. So habe ich es verstanden, das kann man dann in der Ausschussdebatte ja nochmal klären. Das hat sich mir nicht erschlossen. Sie haben im Ausschuss die Chance, uns Ihre Punkte ja nochmal darzulegen, aber ich muss denn doch sagen, verfahrensmäßig habe ich mich gewundert, weil, Kollege Herrmann, Sie haben im Innenausschuss bisher immer darauf bestanden, dass wir bei jedem Thema mindestens eine Anhörung durchführen, wenn Sie das reingebracht haben. Sie haben uns da auch völlig unabhängig davon, ob es inhaltlich geboten oder gar im Sinne der Betroffenen war, mit Verfahrensfragen zum Teil wirklich malträtiert. Warum Sie jetzt hier kurz vor Toresschluss nochmal mit einem Gesetzentwurf um die Ecke kommen, von dem Sie wissen, dass er kein ordentliches parlamentarisches Verfahren mehr kriegen kann, das wird Ihr Geheimnis bleiben. Ab damit in den Ausschuss und da diskutieren wir weiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Und für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Wedel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Gegenstand des zu beratenden Gesetzentwurfs der Piraten sind drei punktuelle Änderungen des Informationsfreiheitsgesetzes NRW, deren Zielrichtung für die FDP-Fraktion grundsätzlich nachvollziehbar erscheint. Allerdings lässt der Gesetzentwurf eine gründliche Auseinandersetzung mit den dabei zu berücksichtigenden Rechtsfragen vermissen. Da wäre zum Ersten die Frage der Ausweitung der Anspruchsberechtigung auf juristische Personen. Zutreffend ist, dass die Beschränkung der Antragsberechtigung auf natürliche Personen in § 4 Absatz 1 IFG NRW im Vergleich von Bund und Ländern besonders restriktiv ist. Da können wir Freien Demokraten uns eine Weiterentwicklung durchaus vorstellen. Weshalb dann allerdings die Formulierung jede natürliche und juristische Person favorisiert wird, die ansonsten nur Schleswig-Holstein verwendet, erscheint wenig nachvollziehbar. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Bürgerinitiativen die Anspruchsberechtigung doch ausdrücklich zuerkennen wollen, diese aber in der Regel gerade keine juristischen Personen, sondern nur teilrechtsfähig sind. Der von Ihnen beschriebene Zweck würde mit der Änderung also gar nicht erreicht. Im Übrigen, weshalb soll nicht die schlanke Formulierung des IFG-Bund jeder übernommen werden? Auch dazu verhält sich der Gesetzentwurf einschließlich seiner Begründung nicht. Die Frage der Anspruchsberechtigung nimmt beispielsweise in der zweiten Auflage 2016 des Kommentars von Schoch zum IFG-Bund ganze 15 Seiten in Anspruch. Ich habe so die Ahnung, dass es mir von manchen Kollegen positiv angerechnet werden könnte, wenn ich auf eine Vertiefung an dieser Stelle verzichte. Vor einer Gesetzesänderung müsste aber natürlich eine vertiefte Beratung erfolgen. Dafür kommen Sie mit dem Gesetzentwurf zwei Monate vor der Landtagswahl aber schlicht zu spät. Hinsichtlich der beiden weiteren von Ihnen beantragten Änderungen erscheint mir jedenfalls die Kongruenz zwischen Änderungsbefehl und Begründung zweifelhaft.
Meine Damen und Herren, die von den Piraten in dem Gesetzentwurf in Bezug genommene Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland vom 2.12.2016 stellt aber eigentlich einen ganz anderen Gegenstand in den Vordergrund, wie bereits aus dem Titel der Entschließung nicht bei Open Data stehen bleiben, jetzt auch Transparenzgesetze in Bund und Ländern schaffen, deutlich wird. Die Gesetzgeber in Bund und Ländern werden aufgefordert, Transparenzgesetze zu schaffen, welche den individuellen antragsgebundenen Informationszugangsanspruch mit der Verpflichtung öffentlicher Stellen verbinden, bestimmte Informationen aktiv auf Informationsplattformen im Internet zu veröffentlichen. Wir Freien Demokraten haben uns bereits frühzeitig dafür ausgesprochen, aus der Hohlschuld der Bürger eine Bringschuld der Verwaltung zu machen, haben die Fallstricke, beispielsweise das Konnexitätsprinzip im Falle der Einbeziehung der Kommunen, aber von vornherein auf dem Schirm gehabt. Wie Anfang des Monats in der Presse zu lesen war, wird es mit Rot-Grün aber kein Transparenzgesetz geben, obwohl dies im Koalitionsvertrag für die laufende Wahlperiode vereinbart ist. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin: Wir werden die Veröffentlichungspflichten der öffentlichen Stellen deutlich ausweiten und damit das Informationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln. Zitat Ende. Auch kann von einer Ausweitung der Veröffentlichungspflichten nicht die Rede sein, da es den Ressorts im Rahmen des Projekts Open NRW freisteht, sich am Portal zu beteiligen und zu entscheiden, welche Daten publik gemacht werden. Rot-Grün ist also an den eigenen Ansprüchen gemessen kläglich gescheitert. Wir Freien Demokraten erneuern den bereits im Rahmen der Beratung des Gesetzentwurfs der Piraten für ein Transparenzgesetz unterbreiteten Vorschlag, zunächst mit einem kurzen, prägnanten und rechtsklaren Katalog an Veröffentlichungspflichten zu beginnen und Erfahrungswerte zu sammeln, die eine spätere Fortentwicklung und Ausweitung auf weitere Tatbestände ermöglicht. Open Data darf nicht an Maximalforderungen scheitern. Der Überweisung des Gesetzentwurfs in den Ausschuss stimmen wir natürlich zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vieles haben meine Vorredner schon festgestellt. Ich will mich darauf beschränken, auf drei Punkte aus diesem Gesetzentwurf, Herr Herrmann, beschränken. Das Informationsfreiheitsgesetz ist ein Gesetz, das in erster Linie unsere Bürgerinnen und Bürger nutzen sollen. Es geht darum, zwischen Mensch und Verwaltung Vertrauen und Transparenz herzustellen. Deshalb ist es kein Versehen, sondern eine eindeutige Absicht, dass natürliche und nicht juristische Personen dort begünstigt werden. Beim zweiten Punkt, was Ihren Gesetzentwurf angeht, werden bereits jetzt Daten im IFG elektronisch zur Verfügung gestellt. Es ist in Planung die Verabschiedung eines Bundesgesetzes. Danach werden die Länder Open Data Gesetze in ihre Zuständigkeitsbereiche erfassen, soweit sie noch nicht geschehen, angepasst. Und zum dritten Punkt, Herr Herrmann, haben wir in der Tat Bedenken. Wir sehen dies kritisch. Es ist gerade eben wichtig für die Rechtssicherheit der Bürgerinnen und Bürger, dass Bescheide schriftlich, förmlich zugestellt werden, um fristwahrend möglicherweise gegen eine solche Entscheidung vorgehen zu können. Ansonsten verweise auch ich auf die Ausschussberatung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Damit schließe ich die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 5 und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt, wie Sie jetzt schon mehrfach gehört haben, die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksachennummer 14.379 in der Fassung des Neudrucks an den Innenausschuss. Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen? Nein, sich enthalten auch nicht. Dann haben wir so überwiesen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.